Last week I watched Heute Show for the first time, some excellent German satire that was about Brexit. I have another video of theirs that's about Brexit that I'm going to watch today. This is called Brexit, Dear Brits, Please Leave Already. Now, I've learned about the German personality, how it's very direct, especially in comparison to people from the UK, from Britain. That is a very direct title. Dear Brits, please leave already. I'm sure it's not just Germany who thought that. I'm sure all of the EU, every other person in every other country thought the same. Really can't wait to see this part. Let's check it out. Liebe Zuschauer, wieder mal liegt eine sehr denkwürdige Brexit-Woche hinter uns. Endlose Hängepartie. Ganz Europa fragt sich inzwischen, wann kommen sie endlich zu Potte, diese Hängebriten? Es kann doch nicht wahr sein. Straight away, one thing I enjoyed about that first episode was the images they used. They were funny as well as being frightening. This is very frightening. Tell me if this is what you imagine a stereotypical British or English person to look like. If not, what do you think is a stereotypical British person by looks? 3 Tage braucht das britische Unterhaus. Müssen Sie noch über das Bild hinwegkommen? Ja. 3 Tage braucht das britische Unterhaus, um nochmal festzustellen, dass sie Theresa Mays Deal mit der EU nicht wollen. Aber keinen Deal wollen sie auch nicht. Sagt doch endlich mal, was ihr wollt. Jetzt mal ehrlich, wie lange soll sich dieser komische Abschied denn noch hinziehen? Vielleicht verlassen wir die EU dann über Monate hin noch nicht. Oder wir haben nicht mehr den Schutz. Oder wir treten vielleicht nie aus. Ah! Jetzt wird der Austritt also wohl verschoben. Aber für was? Für was? Und wie viele Niederlagen muss die May noch kassieren, bevor sie mal zurücktritt nach all den Demütigungen? Das geht ja fast schon in den Sadomaso-Bereich, meine Damen und Herren. Wirklich. Ja, nächsten Dienstag diskutieren zum 3. Mal dieselben englischen Politiker mit denselben Argumenten denselben Deal. Das ist kein Parlament, das ist eine Demenzklinik, wenn Sie mich fragen. Ehrlich. Again, with that German directness. But this is what we actually needed in the UK before Brexit. We needed political commentators to speak like this, tell the situation how it really is. We had no one in the UK actually telling people all that. The people who voted for Brexit were the, you can say, less educated, who were taken in by the propaganda of the media, who were forcing them stories about immigration, not thinking about the economy, the important part. In this, we needed people like this to just tell it how it is. Jetzt, meine, was soll man zu Leuten wie Boris Johnson überhaupt noch sagen? Why can't we make a win-win situation out of this mess? Also warum können wir aus diesem ganzen Elend nicht eine Win-Win Situation machen? Dann habe ich gesagt, lieber Boris, I would if I could. Ja, ja, ja. I would, but geht ja nicht. Ne? Geht ja nicht. Und selbst mit einem 2. Referendum ginge ja alles nur von vorne los. Was, wenn wieder die Doofen gewinnen? Meistens gewinnen die Doofen. Yeah. And that's what I was saying. The idiots, it was the less educated, the people who were easily manipulated by this media onslaught of propaganda, the people who can't consider the real implications of what Brexit would happen, the negative implications for the UK, and we had to... Yeah, suffer, the rest of us had to suffer. Die sind fast überall in der Überzahl. Wirklich, diese Engländer kommen mir inzwischen vor wie so ein Partygast. Also Leute, ich bin da mal weg. Der sich schon vor einer Stunde verabschiedet hat und einfach nicht rafft, dass wirklich alle wollen, dass er endlich abhaut. Alte Regeln, nichts ist nerviger als Leute, die einfach kein Gefühl dafür haben, wann endlich Schluss ist. Ich möchte auf jeden Fall im Binnenmarkt bleiben. Aber natürlich ohne im Binnenmarkt zu bleiben. Na klar, es steht eine Menge auf dem Spiel. 1,2 Billionen Dollar haben allein Banken und Hedgefonds jetzt schon von der Insel runtergeholt. Dabei ist noch gar nicht Brexit. Ich glaube, viele Engländer haben die Konsequenzen gar nicht kapiert. Andere versuchen wenigstens zu helfen. Sie fahren zurzeit Sonderschichten beim Süßwarenhersteller Katjes am Niederrhein und schicken so viel Lakritz und Fruchtgummi nach Großbritannien wie möglich. Der Grund, sie rechnen mit dem Schlimmsten. Das möchte ich mir gar nicht ausmalen, wenn die komplette Fred-Ferkel-Versorgung Großbritanniens zusammenbricht, meine Damen und Herren. Ja. Und man darf ja nie vergessen, wer die ganze Leave-Kampagne, also den Kampf für Fisch und Tschüss, finanziert hat.
Britische Milliardäre waren das, die aus England nach dem Brexit eine Steueroase machen wollen. Mm. Darum geht's. Nicht um Patriotismus. Leute wie James Ratcliffe, der reichste Mann Englands, lieben ihr Land, aber nicht so sehr, dass sie selber da bleiben würden. Der prominente Brexit-Befürworter verlegt seinen Wohnsitz nach Monaco. Seinem angeblich so geliebten Vaterland könnten so bis zu 4 Milliarden Pfund an Steuern entgehen. James Dyson gilt eigentlich als Befürworter des Brexit. Mit dem Umzug nach Singapur wolle sich Dyson auf die wachsenden asiatischen Märkte konzentrieren. Ja, genau, das glaube ich sofort. Ja. Schön den Stöpsel aus der Insel ziehen und sich dann selber verpissen. Wir reden hier natürlich auch über Wahnvorstellungen. Das ist Fakt. Viele Brexit-Befürworter wollen der Backstop-Lösung für Irland nicht zustimmen, weil sie Angst haben, dass die böse EU sie dann für immer im Binnenmarkt hält. Das will überhaupt keiner. Hier. Très chers amis d'outre-mer. So yeah, just to say about that, about these billionaires who funded that campaign, who are having so much influence on that and not even living in the country. The fact that they had so much power in this decision and they had that ability to influence so many people is so dangerous. Again, people from the UK, we're going to suffer for a long time through the actions of these people. We had no one in the media, like this show, like the Hoyt Show, really saying it how it is. Something like this should have been shown in the UK. I feel like a show like this would actually be very well received in the UK, because it's intelligent, it's straight to the facts. And what I like about it is it goes from 1 minute, 1 second being very funny to being very serious and talking about very serious points. Binnenmarkt hält. Das will überhaupt keiner. Hier. Très chers amis d'Outre-Manche, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous laisser partir pour de vrai. Ci sarebbero tanti motivi per cui povreste rimanere, ma non me ne viene in mente neanche uno. Ciao, stronzi. Έχετε κοστίσει ένα κάρο λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης είστε και τεμπέλη. Γεια. Τσίτς. Viele Grüße aus Griechenland. Yeah. Great comedy. Using even the Greek who have that reputation to dismiss the British. Oder, very liebe enjoyable. Briten, wie man auf Ostdeutsch sagen würde. Bisschen hart. I don't think it's hard, it's honest and true. Sie nehmen ganz Europa in Geiselhaft. Ja. So, und für alle, die inzwischen echt Probleme haben, unsere an sich geliebten Mallorca-Nachbarn noch zu verstehen, hier der passende Nachhilfeunterricht. English for Brexiteers with Littlemiss Dina Hosten. English for Brexiteers. Hello, my name is Tina. And the boy with the big head is Oliver. He wants to understand Brexit. Ja, genau. Ich meine, kein Mensch versteht mehr diese Engländer. Oliver, in English, please. No other language. The British don't want our deal, but they also don't want no deal. Lesson one. It's Brexit time, isn't it? It is? Well, it's not Brexit time. This is what we call the dreifache Verneinung. Or as we say in German, the British have one at the Waffel. Einen an der Waffel. Okay, Tina, then I have just one question. Mm-hmm. What does it mean? What does that mean? Yeah? Yeah, nobody knows that. The British are committing suicide. And the big question is, who can save Europe now? Only this French hottie. Also, I wouldn't push him from the Bettkante. He wrote a letter to Angela Merkel with fresh ideas for Europe. But Angela didn't write back. Instead, Macron got a letter from this strange cleaning woman from the Saarland. Tina, what is a Saarland? Well, Oliver, the Saarland is a funny little Bundesland, smaller than Bielefeld. Mm-hmm. The people of Saarland are called the Saarlafisten. Saarlafisten. Anyway, tell me more about that. The cleaning woman said no to all French ideas. However, she had a great idea herself.
Die CDU-Vorsitzende hat angeregt, mit Frankreich zusammen einen gemeinsamen europäischen Flugzeugträger zu bauen. Germany builds a Flugzeugträger. I love me schlapp. Yes. We can't even repair a bloody sailboat. No, no. Hey, one thing I learned on the last video is that I was proud of British people's sarcasm. Then I learned that German people can do sarcasm better. Now, the last thing we had was British self-deprecation. Germans can also do very good self-deprecation as well. I love German comedy. German satire is awesome. Okay, and this is our last lesson for today, kids. Peter, Paul and Mary are trying to Brexit, but they can't. Because they are too fucking stupid. What now? Asks Peter. Now? Says Mary. We are going to the pub and drink our terrible English beer until we are so drunk that we forget our shitty island ever existed. The end. Yes. Come on, Oliver, let's get drunk. Jeez. Prostata. Tina Haus, meine Damen und Herren, vielen Dank. Oh, very good, Tina Haus, very good. Wow, this show is great. A different segment at the end, that built up to that end, the killer blow there, they just completely dismissed Britain and the British people, rightfully so when it comes to the topic of Brexit. But the Hoyt show is so on the ball, so on point. The comedy is great, as I mentioned, I love how it goes from being very funny to very serious and making these very salient points. Some great segments in there as well, brilliant presenters. I wish they'd showed this in the UK. I wish more people in the UK got to watch this and maybe some people would realise the errors of their way. But tell me what you think about this one. Dear Brits, please leave already. Thanks.